Die gute Nachricht des Tages. Ihr wisst ja, Ostseewelle ist der beliebteste Musikstreaming-Anbieter bei uns im Osten. Und jetzt gab es wieder Zeugnisse. Ostseewelle Online-Redakteur Arne Simon im Studio und du hast gute Nachrichten, ne? Ja, auf jeden Fall. Also diese Nachrichten sind der absolute Wahnsinn. Denn ihr habt uns wieder einen ordentlichen Zuwachs bei den Online-Nutzungszahlen beschert. Mit über 2,5 Millionen Sessions pro Monat Durchschnitt. Ja, applaudieren. hat unser Ostseewelle Livestream im dritten Quartal einen neuen Rekord erreicht. Wow! Vielen Dank! Das ist schon mal eine Wahnsinnszahl, aber jetzt können wir natürlich mit Zahlen hier wild durch die Gegend schmeißen, ohne Ende. Vielleicht können wir das mal vergleichen mit dem Vorquartal oder dem Vorjahr oder so. Genau, also wenn ich mir das Vorjahr anschaue, gleichen Zeitraum, dann haben wir wirklich 34%, das ist wirklich enorm, zugelegt. Dank euch. Nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Und neben unserem Livestream gibt es natürlich auch unsere vielfältigen Musikstreams. Da gibt es dann zum Beispiel einen Softhits-Kanal oder Kuschelhits-Kanal, das ist super zum Entspannen. Mhm. Ne? Mhm. Dann haben wir zum Beispiel einen Schlagerhits-Kanal für alle Helene-Fans. Ist natürlich Geschmackssache, aber warum nicht? Rockhits gibt's, Black- und Dance-Hits. Und jetzt natürlich zu Weihnachten haben wir genau zwei Musikkanäle, Weihnachtshitskanäle aktiviert für euch. Und wir haben auch noch zwei Überraschungen. Zwei kommende Überraschungen. Verrätst du uns welche? Ja. Weihnachtshits für Kids und die Ostseewelle Team Weihnacht. Also da lernt ihr unser Ostseewelle Team ein bisschen kennen. Erzählen wir euch ein paar Geschichten und präsentieren uns unsere Lieblingshits. Nicht schlecht. Vielen Dank, Arne, für den Überblick und vor allen Dingen vielen Dank euch fürs fleißige Streamen. Den Livestream und alle unsere Musikkanäle findet ihr im Web bei ostseewellemusikwelt.de und auch in unserer kostenlosen App. Ostseewelle.